Das fing dadurch an, dass der Wissenschaftsrat 1959 empfohlen hat, 4 neue Universitäten in der Bundesrepublik zu gründen. Bremen hat diesen Aufruf oder diesen Hinweis angenommen, allerdings etwas zögerlich. Ja, wir sind bereit, diesen Beitrag zu übernehmen. Es ist ja nicht nur ein Beitrag für Bremen, sondern für die ganze Bundesrepublik unter einer Bedingung, dass uns materiell geholfen wird. Alleine werden wir eine Universität nicht hebeln können. Wir hatten aber dann in den Anfang der 60er Jahren die beginnende Auseinandersetzung, wie soll das Bildungswesen in Deutschland insgesamt aussehen? Es war ja eine Zeit, in der, ich weiß nicht, im zweiten Semester oder dritten Semester in Göttingen gab es ja diese ersten Bildungskatastrophendiskussionen 65, wo es schon darum ging, dass Bildung einen höheren Stellenwert bekommen sollte in der Gesellschaft. Wir wollten noch eine Universität, die der jüngeren Generation in der Uni eine bessere Chance gab. Wir wollten noch die Praxis mit der Theorie stärker verbinden. Wir wollten verhindern, dass nur theoretisch gelehrt und gelernt wird und nachher die Praxis durch weitere Maßnahmen erst erobert werden muss. Sodass der Weg zu einer Reformuniversität relativ klar war. Unter Thomas van der Frink und seinem Nachfolger Weinberg und dessen Nachfolger Witkowski war Bremen eine ganz ausgesprochen rote Kaderschmiede. Man hat Anstoß daran genommen, dass ich, als ich mich vorgestellt habe, in meinen Bewerbungsunterlagen
deutlich gemacht habe, das Wichtige ist, dass wir eine Wissenschaft haben, die kritisch ist, auch gesellschaftskritisch, und das wird viel Ärger erzeugen. Der Gründungssenat kämpfte darum, völlig eigenständig entscheiden zu können. Also das Prinzip war so, dass der Gründungssenat Berufungsvorschläge, auch Einstellungsvorschläge für anderes Personal entwickelt hat, vorgelegt hat, die an den Senat gingen, und der Senat hatte darüber zu entscheiden. Also wir haben bestimmte Leute nicht genommen, vor allem wenn wir gemerkt haben, aus Frankfurt sollen also ganz bestimmte Richtungen hier nach Bremen gelotst werden. Das haben wir unterbrochen, das haben wir dann vom Senat verhindert. Die Brachialität dann, mit der die ersten Ablehnungen kamen, war dann schon ziemlich heftig. Wo wir dann schon uns gefragt haben, können wir für diese Stadt hier wirklich was erreichen? Mit welchen Widerständen müssen wir rechnen? Machen wir weiter? Es gab da auch Diskussionen zu sagen, vielleicht sollte man aufhören. Bis dann bei den Berufungsfragen die Auseinandersetzung kam, ob der ein oder andere Professor nicht zu linkslastig war. Und in dieser Entscheidung ist dann leider die Koalition geplatzt. Eigentlich an einem Hörfehler, weil bei der Berufung eines sich hinterher auch nicht gerade als Glücksgriff zu bezeichnenden Professors, Senator Graf für die Freien Demokraten Protest anmeldete und nicht nur sagte, wenn das für euch eine Grundsatzfrage ist, den berufen wir jetzt nicht. Wenn es aber keine Grundsatzfrage ist, sondern wieder nur eine Personenfrage, eine einzelne Personenfrage da ist, dann muss die Mehrheit entscheiden. Dies hat er nicht genau vernommen, und als er entschieden worden ist, hat er dann frühzeitig die Koalition aufgekündigt, wahrscheinlich durch die Nachfragen von Journalisten, auf die er dann auch reagierte. Und wir waren damals relativ überrascht. Mit der gefährlichen und marxistischen Hochschulpolitik der SPD und der Personalpolitik des Gründungssenats der Bremischen Universität begründeten die Freien Demokraten ihr Ultimatum. Die Berufung des linksorientierten Berliner Professors Wilfried Gottschalch hatten die drei FDP-Senatoren abgelehnt. Die Freien Demokraten wollen die Hochschulpolitik des Senats nicht länger mitverantworten. Ich glaube, es war die Berufung von Gottschalch, die Koalition auseinandergebracht hat. Also solche Wellen in der Politik zu erzeugen, wie schön ist das denn? Ich meine, Bremen war immer, obwohl sozialdemokratisch geführt, eine eigentlich sehr konservative Stadt. Das heißt, die konservative SPD, genauso wie das Bürgertum und die Kaufmannschaft, war gar nicht vorbereitet für einen solch sozial zum Teil revolutionären Ansatz, den nun die ganzen neuen Hochschullehrer nach Bremen mitgebracht haben. Am Anfang war einfach dieser Überschwang, der Versuch, es kommt etwas Neues. Und da wollen wir mitbestimmen, da wollen wir was ganz, ganz Neues machen. Und die anderen, die gesagt haben, genau hier darf nichts passieren, hier muss alles so bleiben wie früher. Das war eigentlich die große Auseinandersetzung, der Knalleffekt, der dabei war. Und einer der Sitzungen, wo dann auch Politiker teilnahmen. Es gab ja dann so Befragungen der Planungspapiere, und dann kamen da Parlamentarier aus dem Bildungsausschuss. Da weiß ich noch, da fragte dann plötzlich eine Dame von der CDU damals und tippte da so auf unsere Texte und sagte, Sozialisierung, da haben wir es ja, Sozialismus. Das heißt, es gab noch so viele Begriffe, noch so ein weites Feld, die noch außerhalb der Universität in einen Kontext gebracht worden, der nichts damit zu tun hat, wo die Leute sich auch nicht mit auseinandergesetzt hatten. Wenn sozial anklang, dann war das eben Sozialismus.
Das Verrückte war doch, die ganze Bundesrepublik hat über eine Universität in Bremen gestritten, die noch gar nicht bestanden hat. Das war ein Riesenwirbel und es war eigentlich noch gar nicht da. Und da habe ich gesagt, arbeitet erstmal, fangt an und dann können wir über die weiteren Schritte dann reden und darüber können wir auch mit den anderen diskutieren. Die Universität wurde gegründet mit einer gemeinsamen Sitzung des Senats der Freien Hansestadt Bremen und des sogenannten Akademischen Senats. Heute würde man sagen, eine echte Koalition. Aber es war schon eine Koalition aus Überzeugung. Als ich kam, war es nur das GW1. Ich musste dann immer mit Gummistiefeln zur Arbeit gehen, weil es wirklich war nur ein Matsch und noch keine Wege. Und es gab auch sonst nicht viel. Wir mussten unglaublich improvisieren am Anfang. Die Planer hatten auch ein bisschen vergessen, dass man in der Mathematik eine Tafel und Kreide braucht oder Projektionsmöglichkeiten. So etwas gab es alles nicht. Wenn man gefragt wird, was steht eigentlich im Vordergrund bei der Gestaltung dieser Universität, gehen Sie ruhig weiter. Man sieht an dieser Stelle, die Gestaltung der Gebäude in der Universität wird sehr stark durch das Bausystem bestimmt. Das Lasten und Tragen der einzelnen Betonelemente wird inszeniert und deutlich vorgeführt. Diese Tendenz folgte einer damals weit verbreiteten Haltung der Architektur. Die nannte sich Brutalismus, abgeleitet von dem französischen Wort Beton Brü, Sichtbeton, sicher auch selbstironisch gemeint mit dem Wort brutal. Und diese Haltung wandte sich gegen die bis dahin geltende Glätte der Moderne. Ja, also mit dem Raumprogramm gab es Vorstellungen eines egalitären Miteinanders der Menschen. Alle Lehrende, Lernende sollten ähnliche Bedingungen vorfinden. Es sollte also verzichtet werden auf Frontalunterricht in Vorlesungen. In der Folge gab es hier beispielsweise auch gar keine Hörsäle, sondern es wurden Seminarräume, Besprechungsräume und so weiter geschaffen. Am Anfang war das schrecklich. Ich hatte zudem ein Zimmer. Das war sehr relativ klein im GW2 und da war noch mittendrin ein Pfeiler. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass man alle vernünftige inhaltliche Arbeit zu Hause gemacht hat. Ich mochte die Architektur nicht früher. Für mich war das Konzept breite Treppen, breite Flure für die Massen. Und ganz kleine Räume für die Hochschullehrer, gut, ich dachte, wenn das so sein muss. Es ging für alle um die Räume. Es ging immer nur um Räume, was sind es für Räume, wie groß sind die Räume, wer kriegt welche Räume, wie macht man das? Guten Morgen. Guten Morgen. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Tun wir nicht. So, das ist ein sogenannter Zweiachserraum. Das wird von den Fensterherren abgeleitet. Und das waren früher die Räumlichkeiten für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Also ich war Assistent gewesen in Berlin und kam hier in ein Zimmer, das hatte ein einziges Regal aus Metall, also ein Brett, 1,50 Meter lang. Und die Idee war, dass man da mit auskommen sollte. Das war schon mit Kommissionsakten nach 4 Wochen voll. Das Zimmer war fußkalt von unten im Winter. Die Garage war direkt drunter, da hatte das dann -5 oder so. Also es waren so Skurrilitäten dieser Art, wo man dann dachte, na, ob das hier alles ideal gelöst ist. Und eine der zentralen Diskussionen war der Großraum. Das hatte aber nichts mit links und rechts zu tun, sondern das war damals bei Bertelsmann zum Beispiel, Gütersloh, der neueste Schrei. Und unsere Architekten hatten auch sowas geplant. Und überall in der Welt sind bei solchen Großräumen die Planer, die begeisterten Anhänger und die dann nachher einziehen, die nicht so begeisterten.
als die Großräume aufgelöst wurden, sind der Logik der Sache nach solche Kämmerchen daraus entstanden. Also das ist eine von den frühen Sachen, die ich gemacht habe, ist, dass man einerseits sich zusätzliche Regale besorgt hat. Die waren mit solchen Metallträgern in der Wand, die hat man sich aus der Bibliothek oder sonst wo besorgt abends. Und irgendwann hat dann mein besorgter Nachbar die Raumpolizei angerufen und hat gesagt, die Wand neigte sich in meine Richtung. Und er hätte Angst, dass da irgendwas mich erschlagen tun würde. Und daraufhin ist dann verfügt worden, dass keiner mehr so viele Regale im Zimmer haben darf, weil diese Plastikwände das nicht aushalten. Ich hatte meinem Nachbarn vorgeschlagen, er sollte auch solche Dinge auf seine Seite machen, dann würde sich die Wand wieder gerade ziehen. Also so viel zur Architektur. Das hat sich dann verändert. Tschüss. Schönen Dank. Dass es auch bundeseinheitlich irgendwie so geregelt ist, dass einer Hochschullehrerin, einem Hochschullehrer mindestens 21 Quadratmeter zustehen. Und das ist ein Raum, guten Morgen, dieser Größe. In der Regel ist das ein Arbeitsraum für zwei. Und die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die dürfen das dann alleine nutzen. Das ganze Lehrkonzept stand dann unter dem Stichwort Bremer Modell, Projektstudium. Es sind natürlich schon die drei, vier großen Ideale der Universität Bremen, die mich fasziniert haben. Gesellschaftliche Relevanz, Praxisbezug, Interdisziplinarität, forschendes Lernen. Damals begann die Uni ja mit der sogenannten Drittelparität, dass Dienstleister, wie sie hießen, Studenten und Hochschullehrer, in gleicher Weise über Dinge, die die Forschung und Lehre betrafen, entscheiden sollten. Es ging ja in diesen Überlegungen immer, dass keiner die Mehrheit hat und dass damit ein Zwang zum Konsens eingebaut war. Damals hatte ich so das Gefühl, bei den Bediensteten, die waren genauso angesteckt, infiziert mit dem Reformgedanken, dass sie gesagt haben, komm, wir müssen etwas auf die Beine stellen, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und da ist eben gedreht worden, Mensch, wie können wir das jetzt machen? Können wir den Egon Kehler jetzt einladen, um hinzukriegen, dass wir die Sporthalle nun doch kriegen? Oder müssen wir den vorgesehenen Gang gehen über den Ausschuss und den Gründungssenat und etc. pp., wie man das normalerweise machen würde? Denn wenn Sie mit einer Verantwortung haben, eine politische Verantwortung für Abläufe in der Universität, dann engagieren Sie sich natürlich auch anders. Man kann keine Professoren berufen, Hochschullehrer berufen, durch Kommissionen, die nur zu einem Drittel von Professoren, zu einem Drittel von Dienstleistern, wissenschaftlichen Mitarbeitern, aber auch Schreibkräften, Verwaltungskräften und zu einem Drittel von Studierenden besetzt sind. Das kann nicht gut gehen. Per Saldo würde ich immer noch sagen, diese drittelparitätische Universität war auch nicht irrationaler als die monoparitätische. Und die monoparitätische Universität konnte ihre Probleme geheim halten, die drittelparitätische nicht. Ich habe in den ersten Jahren dieses Modell als sehr angenehm erlebt, aber auch gesehen, dass ja im Grunde ganz unabhängig von dem Modell die eigentlichen Probleme in der Fraktionierung lagen. Ja. Sodass die Chancen, die im Modell gelegen haben, sich über Statusgrenzen hinweg zu verständigen, die sind in Bremen konterkariert worden durch politische Differenzierung. Wir hatten ja damals den Beginn des sogenannten ISES, so hieß das, integrierte sozialwissenschaftliche Eingangsstudium, glaube ich. Also eine Art gesellschaftswissenschaftliches, für mich auch eigentlich philosophisch-politisches Grundstudium. Wo Aspekte dann auch der Rechtswissenschaften und der Soziologie mit eingingen. Da kann ich mich erinnern, wir sind mit einer Gruppe auch vorbereitet nach Fuhlsbüttel damals in den Knast gefahren,
haben dort also mit Schwerverbrechern gesprochen, getan und haben also sozusagen sehr praxisnah auch über verschiedene Themen dann in diesem Zusammenhang gesprochen. Es ging eben um die gemeinsamen Grundlagen, über die Kenntnis über die Gesellschaft, in der wir leben und in der wir später wirken sollten. Auch das fand ich einen guten Ansatz, dass man also über den Tellerrand hinausblickt. An sich eine gute Idee, ist dann wieder zerfallen, weil vielleicht die Berufsbilder dem nicht entsprochen haben, wofür ausgebildet wurde. In temporally limited phenomenon or phenomena and in the reasons and the preferences and in the rationale that is leading someone to choose. Es gibt ja so Worte, die einem da so als erstes einfallen, so ein bisschen zum Beispiel Chaos, Aufbruch, ständige Demonstrationen. Aber wenn ich hinter diese Wortschirme tauche, dann sehe ich eigentlich ein sehr intensives Infragestellen. Seminare, die sehr lange dauerten, was man sich heute kaum vorstellen kann, dass es Seminare gab, die so lange dauerten, bis alle das Gefühl hatten, ein Problem sei hinreichend erörtert worden. Es hing bestimmt auch damit zusammen, dass insgesamt in der Gesellschaft in den 70er Jahren noch eine andere politische Aufbruchsstimmung bestand. Da gab es eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Eine sehr euphorische Situation. Aufbruchatmosphäre, absolut. Die Stimmung war prima. Das war eine Aufbruchsstimmung. Es war manchmal wie Sekt. Chaos im Sinne des brodelnden, gärenden Neuorientierens. Visionen, wie sie heute längst von der Realität begraben wurden. Ich kenne jetzt auch nicht so viele Leute, die sich hier politisch engagieren. Bis jetzt hat mich das noch nicht interessiert, Politik und nicht wirklich. Also Studienpolitik hat mich bisher noch nicht berührt, wirklich. Politik. Politik spielt bei mir ein wenig große Rolle, obwohl ich das wichtig finde. Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, hatte ich noch keine Zeit so wegen dem Bachelor-System. Zur Asterwahl weiß ich gar nichts von, habe ich noch nie bis jetzt was gehört davon. Die Politik spielt in meinem Unileben insofern eine Rolle, dass ich mich bei der Liste Aster für alle engagiere. Wenn man irgendwie so zur Szene dazugehören wollte, dann war man politisch aktiv, wo auch immer. Na, es war schon eine Vision, dass Aufklärung, Bildung, Wissenschaft etwas zu ändern vermag. Diese Vorstellung bestand. Und deshalb schien es wichtig, um Wahrheit zu ringen, um Positionen zu ringen. Und es war nicht egal, was gesagt wurde. Es wurde eigentlich alles sehr kritisch hinterfragt. Es gab eigentlich an der Uni zu der Zeit, als ich studiert habe, eine sehr giftige Atmosphäre unter den verschiedenen linken Gruppen. Politisch, also da waren wir eisenhart. Also da wurde klare Grenzen gezogen. Man musste sich ja, wenn man in Bremen studierte, doch eigentlich notwendigerweise politisch irgendwie positionieren. Mal neigten wir eher dem sozialistischen Büro zu, die gaben die Zeitschrift Links heraus, die hatten dann, das waren dann so Diskussionszirkel ja häufig, wo dann über zum Beispiel Artikel aus der Zeitschrift diskutiert wurde. Ich sehe mich aber auch noch in irgendeinem Diskussionskreis der Sympathisanten der Kommunistischen Volkszeitung, was mich allerdings abgestoßen hat, mehr oder weniger. Dann bin ich in die SPD mal eingetreten, dann bald wieder ausgetreten. Dann war ich Sympathisant des Sozialdemokratischen Hochschülerbunds. Das waren aber ja totale Reformisten. Bei der DKP war ich nie, weil das war mit der DDR. Naja, also insofern war das so ein bisschen auch ein Kreisen und ein Suchen. Das ging sehr wild zu in gewisser Weise, sehr intellektuell, aber es war schon wild. Die Auseinandersetzungen waren grundsätzlicher Art, sie waren nie pragmatisch. Es rutscht aber nach einer Weile ab in persönliche Verunglimpfung, in Gewaltdrohung und auch Gewaltanwendung. Und das hat mich sehr belastet, also bis zum diesem Selbstmorden der Professoren, die sich so verfolgt fühlten.
Ich dachte, das kann so nicht weitergehen. Soweit ich weiß, hing das in allen drei Fällen, mir sind die Namen noch im Kopf, damit zusammen, dass auch die Situation an der Uni nicht nur als freundlich und rosig erlebt wurde. Ich habe nur wenige Male in meinem Leben Migräne gehabt. Ich kann die zählen. Zwar mal Kopfschmerzen, aber Migräne. Aber so migräneartige Anfälle hatte ich in diesen Gremiensitzungen. Ja. Diese Verletzungen sind eine der Gründe, nicht der einzige, eine der Gründe für das Scheitern dieses Reformmodells. Ich hatte Hans Koschnick in dieser schwierigen Phase damals eingeladen zum Vortrag in die Universität. Mir ist es praktisch verboten worden. Akademischer Senat, der damals sehr stark besetzt war, auch vor allem die Studenten haben angedroht, dass sie dass es Demonstrationen gibt, da musst ihr wieder ausladen. Aber wir brauchen keinen Polizeieinsatz. Wir konnten an der Bremer Uni sein. Aber dass manche Seminare und manche Bereiche mich nicht haben wollten, nun ja, das ist doch wohl zu ertragen. Auch Rudolf Winkel war als junger Professor stürmischer, als es später war. Boah. Ansonsten kann ich mich an eine ziemlich abstruse Aktion erinnern. Da wurde der Preis des Kaffees in der Cafeteria, ich glaube, um 10 Pfennig erhöht. Und das fanden wir ungeheuer empörend. Und das hat fast ein ganzes Semester über Kopf gehen lassen, weil es da Streikandrohungen, Boykotts und gegeben hat und das Studium wegen solcher wichtigen Fragen dann etwas in den Hintergrund geraten ist. Ich meine, welche Hybris. Ich meine, wir haben damals überhaupt nicht erkannt, wie privilegiert wir waren als Studenten. Klar konnten wir uns 10 Pfennig mehr Kaffee lassen. Diese politischen Auseinandersetzungen, die haben ja auch geschult. Auch wenn man vielen Irrtümern aufgesessen ist, waren das Auseinandersetzungen, die einem auch insofern was gebracht hat, als man sich mit vielen Dingen beschäftigt hat. Und dann ist das irgendwie nach einem Jahr, ich glaube, war damals Bildungssenator Franke, ist dann irgendein Kompromiss ausgehandelt worden. Ich weiß gar nicht, wurde dann nur um 5 Pfennig erhöht oder so. Und dann ist, glaube ich, der MSB Spartakus mit einem Plakat rausgegangen, mit einer Schrift von Lenin, die wurde sozusagen, ich weiß nicht, ob im Faksimile abgedruckt, über den Kompromiss. Und das haben wir dann verteilt und haben damit gerechtfertigt, dass wir uns auf einen solchen schnöden Kompromiss zu den Kaffeepreisen eingelassen haben. Wie wollte ich anfangen? Okay. Wir stehen hier vor der Ruine eines großen Beispiels des kollektiven Gedächtnisses der Universität Bremen. Ein Skandal im Grunde genommen. Man hat dieses Werk von seinem ursprünglichen Ort verdammt und jetzt hier gewissermaßen entgelagert, so kommt es einem vor. Dieses große, großartige Wandbild ist das erste politische Werk im öffentlichen Raum der Universität. Es bezeichnet auch die Anfangsphase dieser Universität. Es entsteht 1976. Es ist die Arbeit einer Künstlergruppe, die den Namen des damaligen noch inhaftierten Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Chiles, Corvalan, trug. Dargestellt wird einmal die Aufbruchphase des chilenischen Sozialismus in Gestalt der dort zu sehenden jungen Menschen. Das wird durch eine schwarze Fläche unterbrochen durch den Putsch des faschistischen Regimes Pinochet. Es folgt die Phase der Unterdrückung, des Terrors, mit einem Verweis auf den deutschen Faschismus, dargestellt in dem Gesicht des Jungen des Warschauer Ghettos. Eine Erzählung, die aber nicht in der Depression endet, sondern den Aufbruch markiert in Gestalt dieser Hand, die sich ausstreckt nach einer Freiheit verkündenden, starken Frauenfigur. Brockdorf. Organisierter Bürgerunmut bemächtigt sich der Stadt. Der Protest gilt der Landesregierung von Schleswig-Holstein. Sein Ziel, Rücknahme der ersten Teilgenehmigung für den Bau eines Kernkraftwerkes. Die Lage ist überschaubar. Wo aber die Argumente der Politik versiegen, Bürger nicht mehr zu beeindrucken sind, dort muss die Polizei bereitstehen. Muss sie das? Was gilt es zu schützen und wen?
Bürger stehen gegen Bürger, Ausbade auf beiden Seiten. Daran habe ich noch eine sehr, sehr genaue Erinnerung. Diese Polizeisperren, das ist ja jetzt inzwischen schon Folklore dieser Generation geworden, wie man versucht hat, an diesen Bauzaun zu kommen. Dieser lange Demonstrationszug und dieses Gebäude, was da entstand, dass wie der Feind auf der anderen Seite sich in diese Landschaft, in diese heroische und beruhigende Natur hineinbaute. Also dieses Bild, dieser Gegensatz, das weiß ich noch, als ich das gesehen habe, da war ich sicher, dass ich hier an der richtigen Stelle war. Damals gab es ja ein Projektstudium. Studenten sollten lernen, ihre Wissenschaft anhand konkreter Probleme, Wissenschaft im Dienste der Gesellschaft. Dazu zählte schon damals für uns ein Beispiel, nämlich die Kernkraft, von Anbeginn an. Und zwar liegt das daran, dass damals der Hauptkernkraftbauer eine öffentliche Reklame-Broschüre herausgegeben hat. Und der hieß 66 Fragen, 66 Antworten. Und das haben wir benutzt, um mit den Studenten zusammen 66 Erläuterungen zu diesen 66 Fragen und den 66 Nicht-Antworten zu geben. Denn das war natürlich Reklame und die Antworten waren inhaltsleer. Aber wir haben dann sie mit Inhalt gefüllt und haben daraus ein etwa 3 Jahre währendes Projekt gemacht, in dem wir diese Fragen genommen haben und sie auf ihren wissenschaftlichen Inhalt überprüft haben, den Studenten dabei beigebracht, wie funktioniert das, was sind die Abfälle, wie entsteht das, was sind Halbwertszeiten, das wussten die ja alles noch nicht. Das wurde also ein richtiges 3-Jahres-Projekt. Wenn man auch sieht, was jetzt Fukushima jetzt schon für Folgen hat, ich finde, dass in der jetzigen Diskussion um die Frage der weiteren Gestaltung der Energiepolitik die Hochschulen sich erstaunlich zurückhalten. Und ich glaube, das wäre also nun wirklich vor 30 Jahren völlig undenkbar gewesen. Wir drehen nach rechts ab, zu einem Blick auf die fantasievollen Fassaden der unter Denkmalschutz stehenden Jugendstilhäuser in der Weberstraße. Noch beherbergen sie einige Wohngemeinschaften, von denen es in der östlichen Vorstadt um die 800 geben soll. Was stimmen mag, wenn man jedes unverheiratet zusammenlebende Paar als Wohngemeinschaft rechnet. Stimmt. Das ist ein Auflösungszeichen. Mann, ich werde seit 1,5 Jahren gesucht, du Arsch. Du weiß ich nicht, hab ich gespielt immer. Der so vertraulich Angesprochene nimmt das natürlich so wenig ernst, wie es gesagt wird. Und doch, von ungefähr kommen auch bezechten Typen solche Sprüche nicht. Es ist alles andere als undenkbar, dass wir uns hier in einer Art Manövergelände von Staat und Verfassung schützenden Diensten aufhalten, vor denen Staat und Verfassung nur unzureichend geschützt sind. Und schon gar nicht ernsthafte junge Leute, deren Mangel an Staatsverliebtheit gute Gründe hat. Nicht wenige hier kehren resigniert einer Gesellschaft den Rücken, die sie mit Gewalt nicht ändern wollen und ohne nicht können, jedenfalls nicht im gewünschten Ausmaß. Gestern kam es Teil, ich sah es keine Slide. Gestern 1000 Mal today, today I do. Es war dann so, dass wir die Wohngemeinschaft, die wir bezogen haben, wir haben zu viert und dann zu fünft dort gewohnt, auch nur bekommen haben, weil ich mit meiner damaligen Freundin dann bei dem Vermieter vorgesprochen habe und wir versichert haben, dass wir bereits verlobt sind und bald heiraten wollen und sie sich ein artiges Röckchen angezogen hat. Und der war dann ganz angetan von diesem jungen Paar, wunderte sich dann, dass kurz darauf 2 weitere Personen in der Wohnung wohnten. Und immer dann, wenn er sich zu Besuch ankündigte, hatten wir so großes Chaos, diese Wohngemeinschaft, die nun im
studentischen Alltag leicht zu verslammen, drohte wieder auf Vordermann zu bringen. Wir hatten irgendwann die Devise, dass die Studenten ihre Diplomarbeiten, die sie schreiben, bitte gegen die bürgerliche Wissenschaft auszurichten hätten. Das war der Auftrag des Bundes oder der Partei, der Studentenorganisation des Kommunistischen Bundes Westdeutschland. Bitte macht das so in ganz Deutschland. Und insofern habe ich seinerzeit dann auch sehr zugespitzte Diplomarbeit geschrieben, die sich mit einem Buch eines sogenannten linken Professors befasst hatte und habe das kritisiert in meiner Diplomarbeit. Und da war ich in meinen Worten, weil das war auch gewisserweise Vorgabe, nicht sehr zimperlich. Sie endete irgendwie auch mit den Worten, dass man solche Hochschullehrer, die Arbeiterverräter sind, von den Universitäten jagen muss. Ist natürlich ein sehr zugespitzter Satz am Ende. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ich noch von diesem Herrn Professor geprüft werden wollte, war das schon relativ dreist, gebe ich mal heute zu. Es war ein politisches, übles Machwerk. Es hatte mit Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun. Und da war natürlich gar im Umfeld des KBWs, des Kommunistenbund Westdeutschland, beziehungsweise KSB, manche sind in der Politik groß geworden, die in Bremen, die heute davon nichts mehr hören wollen. Und da gab es harte Auseinandersetzungen. Die Arbeit hatte zum Schluss quasi Liquidierungsfantasien entwickelt gegen Jörg Hufschmidt. Und als ich dann mein Gutachten geschrieben hatte, dass ich auf 15 Seiten lang keine Note gebe, es gar nicht begutachte, da war natürlich auch für mich der Teufel los. Ja, Rudolf Hickel konnte mich auch nicht prüfen. Der hat dann auch sein Fett abgekriegt damals. Der schwebte ja so ein bisschen so als Sozialdemokrat. Beide waren sie so links angehaucht, aber sie waren dadurch endgültig entlarvt als nicht tragbare Professoren. Herr von der Frink, bedeutet Ihr vorzeitiger Rücktritt, Resignation, haben Sie vielleicht nicht mehr die Unterstützung der Bremer Universität vom politischen Senat, die Sie sich wünschen? Was das Letztere anbetrifft, das könnte besser sein. Aber das hat mit meinem Rücktritt nichts zu tun, sondern ich bin von Anfang an davon ausgegangen, ich wollte nur 2 Jahre machen, um die Sache hier anzuleiern und sie dann normal weitergehen lassen, laufen zu lassen und dann Dinge zu tun, die mehr meinem Interessengebiet entsprechen und die vielleicht auch politischer sind. Vor allem bin ich nicht der Meinung, dass man solch eine Funktion länger als 3 oder 4 Jahre ausüben soll. Man baut geistig ziemlich schnell ab. Der zweite Rektor der Bremer Uni war ja nach Thomas von der Brink, der Gründungsrektor war Hans-Joachim Steinberg, der Sozialhistoriker. Ein SPD-Mann, ein Rheinländer mit einem wunderbaren Humor. Wir waren im Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam und da war auch Ralf Füchs, einer der Studentenpolitiker dieser Zeit, mit Teil des Seminars, der ja eben im KBW war und die Studentenpolitik doch sehr stark bestimmte. Und am letzten Tag unserer Exkursion, die 7 Tage dauerte, war also als Höhepunkt vorgesehen, dass man die Inkunablen dieses Instituts, also Handschriften von Karl Marx, einsehen durfte. Dann vertiefte sich Steinberg auf einmal in eine Handschrift. Ah, hier steht ja was sehr Interessantes. Und dann wühlte er so ein bisschen noch. Dann setzte er so seine Brille auf. Hier schreibt Karl Marx, hiermit bestimme ich, dass zum alleinigen Erbwalter und Wahrheitsträger meiner Theorie Herr Ralf Füchs gemacht wird.
Und so, das war aus dieser Lektüre heraus und alle guckten und lachten natürlich. Das war ein Moment der Ironie, der wahrscheinlich damals eher selten war. Grüße dich, hallo. Was macht ihr denn hier? Wir machen einen Film. Wir machen einen Film. Nein, wie schön. Oh ja. Bei diesem Wandbild handelt es sich um eine Arbeit des Bremer Künstlers Jimmy Paisler mit Studentinnen und einem Student der Kunstpädagogik der Universität. Es ist 1980 fertiggestellt und es thematisiert die Situation der Studierenden. Die Studentin und der Student haben sich selber ins Bild gebracht, allerdings in einer Weise, dass sie von der Situation, dem Weg nach oben, das ist der Titel des Bildes, eigentlich gar nichts mitbekommen. Sie sind über Bücher gebeugt, während hinter ihnen die Entsolidarisierung ihrer hier noch gezeigten gemeinsamen Arbeit stattfindet, nämlich in dem zum Teil kriechenden hinauf sich schleppen zum Erfolg. Einige scheitern, einige rutschen ab. Im Wandbild wird ein Zitat verarbeitet, aus einem Bild von Richard Oelze, das vielfach auch missinterpretiert wird. Diese voyeuristischen Männer in grauen Mänteln und Hüten sind nicht die Verkörperung des Verfassungsschutzes, sondern es ist eine Gruppe von Menschen, die bei Oelze in eine absolut dunkle, leere Himmelslandschaft schauen. Ein Blick in die Ungewissheit, das heißt also, man übernimmt im Zitat von Oelze einen Blick auf eine zutiefst unsichere Zukunft, die hier in diesem Bild verarbeitet wird. Mit ihrem Minister diskutieren, das wollten die rund 3000 Studenten, die sich nach einem Protestmarsch vor dem Haus des Senators für Wissenschaft versammelt hatten. Aber Senator Horst Werner Franke, erfahren in studentischer Belagerung, empfing nur eine Abordnung von 100 Demonstranten zu einem Gespräch. Dabei wurde allerdings nur eins deutlich, wie unversöhnlich sich Studenten und Senator gegenüberstehen. Wer die Mehrheit. Das ist Ihre Aufgabe, Herr Franke. Weg mit dem Ordnungsrecht! Und was jetzt im Augenblick geschieht, ist nichts anderes als die Umsetzung dieser Senatserklärung, dass er unverzüglich nach der Verabschiedung des diesbezüglichen Bundesgesetzes die dringend gewordene Neuformulierung des bremischen Hochschulgesetzes angeht. Immer wieder das gleiche Lied, was er uns hier vorsingt. Na, ihr singt es auch immer dieselben Lieder. Ich habe vorhin auch sie auswählen lassen. Es ist uns allen bekannt, dass im Hochschulrahmengesetz die Dreijahresfrist vorgesehen ist. Es ist uns allen bekannt, dass der Bremer Senat entgegen Aussagen von Henning Schärf auf einer Veranstaltung der KBA, damals allerdings war noch Wahlkampf, der ist jetzt gelaufen, die Aussage gestanden hat, wir nutzen die Dreijahresfrist aus. Das ist offensichtlich eine Lüge gewesen. Wir wollen drittelparitätische Mitbestimmung in der Universität. Und dafür sollen Sie sich einsetzen und uns nicht hier vorschwätzen zum wiederholten Male, was Sie alles nicht tun können. Auch im Bremer Hochschulgesetz wurden ständig Korrekturen vorgenommen, die das, was wir als Errungenschaften der Bremer Uni angesehen haben, zurückgefahren haben, sodass wir uns eigentlich in der eher, klingt jetzt irgendwie paradox, konservativen Situation gesehen haben, die Uni gegen den Rest der Welt zu verteidigen. Das Bremer Modell einer Hochschulreform trugen sie an diesem Tag zu Grabe. Studenten, Dienstleister, Assistenten und Professoren der Bremer Universität. Im Parlament verabschiedete die bremische Bürgerschaft das Landeshochschulgesetz. Der Gesetzgeber hatte es ungewöhnlich eilig. Früher als geplant wurde das Gesetz den Abgeordneten vorgelegt. Am 15. November soll es bereits in Kraft treten. Noch weiß niemand, wie das Gesetz mit seinen 134 Paragraphen in der Praxis des Universitätsalltags durchsetzbar sein wird. Nur eins weiß man in der Universität genau. Das Hochschulgesetz räumt dem Staat eine Fülle von Zugriffsmöglichkeiten auf die Arbeit der Hochschulen ein. Für die Studenten bedeutet das neue Gesetz eine bis ins Detail festgelegte Reglementierung ihres Studiums.
Die Gründe meines vorzeitigen Rücktritts liegen in der Existenz eines Gesetzentwurfs für ein bremisches Hochschulgesetz auf der Basis des Hochschulrahmengesetzes. Wichtige Reformelemente des Bremer Modells werden damit abgeschafft und auf deren Vorhandensein meine Bereitschaft beruht hat, Rektor dieser Universität zu sein. Bei Steinberg hatte ich den Eindruck, er sucht nach dem Vorwand, um zurückzutreten. Ja, der hat die Nase voll. Ja. Das war ja ein begeisterter Historiker und Forscher, der hat die Nase voll. Und ich erinnere mich noch an die Wahl im Konvent und an die Diskussion. Ich musste ja da Bewerbungsthesen vorlegen und dann wurden die diskutiert. Und es war sehr interessant zu sehen, dass ein Teil der Hochschullehrer, aus denen der heutige Rektor, der Gruppe, aus der der heutige Rektor hervorgegangen ist, Skepsis hatten und sagten, du scheiterst hier und dich wählen wir auch nicht. Universitätsdebatte der bremischen Bürgerschaft am 11. Mai. Die Umfrage der liberalen Hochschullehrer hat ergeben, dass 3 von 4 Bremer Abiturienten nicht an der Universität Bremen studieren wollen. Genau diese seit der Gründung vor annähernd 10 Jahren von politischen Gegnern geführte scharfe Kritik hat nun Früchte getragen. Bei Umfragen unter Personalchefs werden den Absolventen der Bremer Universität geringere Chancen gegeben. Das Unbehagen deutscher Personalchefs gilt unter anderem der fehlenden Leistungskontrolle. Sie wollen bei den Bewerbungen Zeugnisse sehen. Ich glaube, dass das Vorurteil gegenüber der Universität vor allem darauf beruht, dass die gesamte Gründungsgeschichte mit der Idee verbunden worden ist, die Wissenschaft hier nicht im traditionellen Sinne zu betreiben, sondern so etwas wie eine Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorzunehmen. Das entspricht ja nicht der deutschen Universitätstradition. Die deutschen Universitäten waren eigentlich immer der Ansicht, dass die Wissenschaft gewissermaßen zweckfrei betrieben werden müsse. Und obwohl das in der Realität nie der Fall gewesen ist, hat die Universität Bremen den Fehler gemacht, dieses ihr Konzept auch öffentlich so darzustellen. Und dafür wird sie nun heute geprügelt. Die Universität hat auch zu allem immer etwas gesagt. Damals war es ja üblich und notwendig für alle Linken. Die mussten ja den Vietnamkrieg verdammen und die Amerikaner angreifen und. Da habe ich gesagt, haltet mal 2 Jahre lang die Schnauze. Und ja gut, das ist aber dann doch nicht gemacht worden. Also. Es gab keine Kraft im Inneren, die Kritik von außen, alles nur links und schlecht, hätte produktiv aufnehmen können, um zu zeigen, dass man eben nicht links und schlecht ist, sondern links und gut. Ja. Aber damals war eben das gängige Vorurteil, ja, die in Bremen, die haben ja gar nichts richtig gelernt. Es ist dann allerdings so gewesen, dass der schlechte Ruf der Bremer Uni als Kaderschmiede sehr rasch um sich griff. Bundesweit. Europaweit. Von Bremen sprach man schlecht. Die Frankfurter Zeitung zum Beispiel, die ist bis heute noch davon überzeugt, dass mit der Bremer Universität etwas nicht stimmt. Also die ist auf dem Gebiet, das ist eine gute Zeitung, aber in Bezug auf die Bremer Universität ist sie nicht zurechnungsfähig. Meine Mutter hat damals gesagt, es ist nicht ganz uninteressant, solange du Dozent in Hamburg warst, konnte ich mit dir angeben. Jetzt als Professor in Bremen ist das vorbei. Ja? 5 Jahre später war sie Anhängerin dieser Universität. Soweit ich weiß, haben sich die Bremer Absolventen dann in der beruflichen Realität gut geschlagen. Ich kenne jedenfalls viele, die in ganz wichtige Positionen gekommen sind und deren Qualifikation, deren Wachheit, deren Intelligenz und deren auch juristische Qualifikation ausgesprochen geschätzt wurde. Liebe
Lebensträume sind das ganz große Geld. Ja, wir wollen halt auch an die Führungskräfte ran. Ne? Erfolgreich durchzustarten, sich zeigen zu können. Und wichtig wäre mir auch zu helfen. Ja, eine Einstellung ist ja immer das Wichtigste, glaube ich, erstmal nach der Universität, dass man Erfahrungen sammeln kann, Praxis. Und das ist ja momentan auch nicht immer einfach. Ja, mein Studium ist eigentlich genau das, was mir liegt. Also Naturwissenschaften, Maschinenbau. Und man hat halt das Gefühl, auch was zum Fortschritt beizutragen. Nach meinem Studium strebe ich auf jeden Fall einen guten Job an und ein glückliches, erfülltes Leben. Ja, Geld ist mir zwar auch wichtig, dass ich halt einen guten Job bekomme später, aber vor allem, dass ich damit irgendwas Gutes anfangen kann, irgendwas Sinnvolles. Nach einem sehr guten Job. Nach viel Geld, nach einem Haus. Ja, nach einem anständigen Job und irgendwann aber auch mal das Leben zu leben, nicht irgendwann tot umzufallen. Dann haben wir in der Tat auch zunehmend Lehrer ausgebildet, von denen wir wussten, erstens, dass sie in den nicht-SPD-regierten Bundesländern nicht als Referendare angenommen wurden. So schlecht war der Ruf der Bremer Universität. Und zweitens, dass sie auch in den SPD-regierten Ländern und gerade auch im Land Bremen gar nicht mehr alle untergebracht werden konnten, weil kein Bedarf bestand. Es gab da ein Verhältnis von 250 Deutschlehrerbewerbungen auf eine Stelle, 1978 oder sowas. Und da war es dann natürlich ein leichtes, darunter dann auch noch bestimmte Lehrer bestimmter Herkunft auch nochmal wieder auszusortieren. Natürlich gab es das Berufsverbot und natürlich war es richtig, dagegen zu protestieren. Jeder wurde ja untersucht auf seine Vorvergangenheit, ob er bei den Stammokapfer oder da in der anderen Gruppe drin, auch die Professoren, Studenten, alle. Ich habe das erlebt. Also diese Sache mit der Überprüfung war einfach schlimm gewesen. Ich fordere kein Berufsverbot, ich fordere nur, wie in Frankreich, dass ein kommunistischer Lehrer das, was er seine Lehre ihm vorgibt, außerhalb der Schule macht. Ich habe mich auch erschrocken, wie schnell das ging, dann in eine Schublade zu geraten. Also so ein Interesse, politisch denken zu lernen und sich auch zu äußern und dann vorsichtig werden müssen. Wir haben da zwar alle mit kokettiert, haben gesagt, naja, wir finden natürlich nie einen Job, weil wir sind ja so revolutionär und im Verfassungsschutz dicke Akten und sowas. Also das, was wir machen, ist für die Gesellschaft so gefährlich, dass wir eventuell sogar mit Berufsverbot belegt werden. Persönlich habe ich das ganz hautnah erlebt. Ich hatte einen festen Platz im Personalrat. Den habe ich aufgegeben zugunsten eines Nachrückers, der vom Berufsverbot bedroht war, damit der im Personalrat sozusagen geschützt war vor Entlassung. Das war schon ein merkwürdiges Gefühl, vor allen Dingen, dass diese Art von Verbauung beruflicher Existenzen eben von jemandem wie Willy Brandt ausgegangen ist. Das sagen in Bremen hat der Senat, und der hat etwas gesagt über dieses Mammutgebäude, das Sie da sehen, nämlich über die Bremer Universität. Das heißt, der Senat hat den Hochschulgesamtplan beschlossen und hat ihn nun der Bürgerschaft zugeleitet. Mit diesem Plan wird die Uni in Bremen neue Wege einschlagen. Das heißt, oder sagen wir mal so, die Richtung könnte man so beschreiben, weg von den vielen Lehrerstudienplätzen und hin zum Ingenieurswesen, denn Ingenieure werden heutzutage mehr gebraucht als Lehrer. Den Senatsbeschluss begründet Wissenschaftssenator Horst Werner Franke so. Eine Universität, die sowohl in Forschung wie in Lehre an den Bedürfnissen des Landes nicht so strikt orientiert war, wird nun durch neue Ausbildungsgänge besser auf die Bedürfnisse dieser Region eingehen können. Also im Klartext heißt dies, Lehrerstudienplätze werden gestrichen und dafür wird eben ein neuer Bereich, ein neuer Fachbereich eingerichtet, wie Horst Werner Franke das gerade eben sagte, der da heißt Produktionstechnik. Und an Geld wird bei diesem neuen Fachbereich nicht gespart, obwohl wir uns schon so ans Sparen gewöhnt haben. Dieser neue Fachbereich kostet nämlich stolze 12 Millionen Mark. Dann stand ich sozusagen am Scheidewege. Setze ich mich ein, trotz aller Schwierigkeiten, für eine Universität, in der also die Orientierung an den Werten der Demokratie in Lehre und Forschung maßgebend sind und auch in ihrer Organisationsstruktur,
oder setze ich mich doch ein in so ein merkwürdiges Gebilde unter starker staatlicher Bevormundung, letzten Endes dann doch sowas wie ein Wissenschaftsunternehmen zu werden. Diesen zweiten Weg wollte ich nicht gehen. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Buten und Binnen. Wir fangen heute mit einer Geschichte an, die heute in Bremen viel Staub aufgewirbelt hat und die gestern eigentlich erst ganz harmlos losging. Da hat nämlich die Bremer Bürgerschaft eine Änderung des Bremer Hochschulgesetzes beschlossen. Aber dann passierte heute Vormittag Folgendes. Der Rektor hatte kurzfristig zu einer Pressekonferenz geladen. Ich habe etwa um 11 Uhr gegenüber dem Senator für Wissenschaft und Kunst bzw. dem Konvent der Universität Bremen meinen Rücktritt vom Amt des Rektors erklärt, mit Wirkung zum 31. Mai. Witkowski hätte gerne weitergemacht und ist dem politischen Konflikt im Umbruch zum Opfer gefallen. Ende der 70er Jahre, in manchen von uns das Gefühl von einem Endzustand. Endzustand in dem Sinne, dass wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann ist die Chance vertan. Wir müssen jetzt wirklich die letzten Kräfte zusammenbringen und auch Änderungen machen. In der Situation glaube ich, dass keiner mir oder irgendeinem Rektor eine richtige Chance eingeräumte, weil ja alle Rektoren vorher aufgegeben hatten. Ich hörte eher auch dann Mitleidiges von Mann, von denen sagten, also, das ist also eine ganz schwierige Aufgabe. Das war ja klar, dass es eine ganz schwierige Aufgabe ist. Und Tim war für diese Universität, bei viel Kritik, die ich mit ihm hatte, wir haben ganz viel kritisch uns auseinandergesetzt, aber Tim war der große Glücksfall. Die Entscheidung, Jürgen Tim zu wählen, war goldrichtig. Tim war dann wirklich der Glücksfall für die Universität. Jürgen Tim ist eine ausgewiesene Kapazität. Dann kam diese Glücksfigur ins Spiel, der Jürgen Tim, der auf seine unendlich bescheidene, aber auch sehr konsistente, hartnäckige Art und Weise so eine Art Reformmodell innerhalb der Reformuniversität aufgezeigt hat. Er hat die Universität, er hat sie umgestellt, was heute sich als großer Gewinn darstellt, nämlich hat sie umgestellt, die Universität auf Drittmittelfinanzierung. Als Tim Rektor wurde, da hat er in aller Ruhe und Stille einen Raum nach dem anderen sauber gefegt. Er hat also die übertriebenen sozialistischen Tendenzen gemildert oder beseitigt. Und er hat im Grunde seine Wissenschaft auf die Politik angewandt. Es gibt bei den Mathematikern so ein Theorem, wo man ein Problem dadurch löst, dass man erstmal die unstreitigen Teile raus tut und dass man dann aus dem, was über ist, sich bemüht, wieder unstreitige Teile zu finden, die man raustut, und dass dann was übrig ist, wieder unstreitige Teile rausfinden. Und was immer noch streitig ist, macht man eine Kommission, macht man dies und jenes, und dann findet man wieder die unstreitigen Teile raus. Also er hat einfach versucht, Ruhe in den Laden zu bringen. Weil er im Grunde genommen eine Bereiche, die unglaublich unterentwickelt waren, und gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, Produktionstechnik, die hat er gestärkt, und davon lebt heute die Universität. Die Wissenschaftsbehörde hat ja Stück um Stück uns mehr Autonomie gegeben. Dazu hat Jürgen Tim auch beigetragen. Das ist eben, wenn man so will, kein Typ, bei dem man sich vorstellen kann, der rührt nochmal wilde Dinge an. Ja, sondern der geht eben kontinuierlich seinen Weg zur Leistungssteigerung der Institution. In der allerersten Phase, in dem ersten Jahr oder im ersten halben Jahr oder so, war eigentlich eine sehr starke, fast euphorische Zustimmung im Bereich der SPD, der Gewerkschaften in Bremen. Und das ist umgekippt in den nächsten Jahren. Die SPD-Länder, die die Uni mitfinanziert hatten, stiegen aus der Finanzierung dieser Universität. Bremen stand plötzlich alleine damit. Das wurde natürlich auch der Universität angekreidet.
Als dann diese Mitfinanzierung Mitte der 80er Jahre auslief, fehlten plötzlich 30 Millionen D-Mark. Eigentlich konnte sich ein so kleiner Stadtstaat eine Universität gar nicht leisten. Bremen selber rutschte in den Haushaltsnotstand. Das haben wir an unserem Leib sozusagen und an unseren Auseinandersetzungen sehr schmerzhaft empfunden. Die ganze Lehrerbildung war ja gefährdet. Und es gibt zumindest Legenden darüber, ich kann mich nicht verbürgen, dass der damalige politische Senat auch erwogen hat, die Lehrerbildung ganz aufzugeben. Leider, auf die heutige Zeit bezogen, mussten noch einige Fachrichtungen reduziert werden oder aufgegeben werden, die eigentlich in meinen Augen mit zum Gesamtgesetz gehörten, etwa die Erziehungswissenschaften und Sport. Meine schlimmste Erfahrung war in dieser Universität wirklich die fast argumentationslose Abschaffung des Diplomstudiengangs Sozialarbeitswissenschaft. Also ich nenne das einen hochschulsenatspolitischen Terrorakt. Ein großer Schritt ist gelungen, als die Entscheidung gefallen ist, dass zusätzlich zu den Geistes- und Sozialwissenschaften, die am Anfang ja da waren, Ingenieur- und Naturwissenschaften dazugekommen sind. Diese Stärkung der Naturwissenschaften im Programm von TIM hat einfach der Universität ein anderes Gesicht gegeben. Das hat auch im Innern, nachdem die Kämpfe dann entschieden waren und die Würfel gefallen waren, die Entwicklung in Gang gesetzt. Man muss sich vergegenwärtigen, die Universität hatte mal 70% der Professuren in den Sozial- und Geisteswissenschaften, 30 Naturingenieurwissenschaften, heute haben wir 50-50. Und natürlich muss man auch sagen, die Forschung der Universität Bremen, darauf kam es an, die konnte gar nicht so gut sein, weil wir einen riesen Gründungsfehler hatten, nach meiner Einschätzung. Und dieser riesen Gründungsfehler besteht darin, dass man keinen wissenschaftlichen Mittelbau hatte, also keine Nachwuchsstellen. Und das ist ja dramatisch, weil in der Wissenschaft wird die Arbeit der Wissenschaft wird ganz wesentlich von jungen Nachwuchswissenschaftlern gemacht. Also die Zeit, wo es Professoren und Studenten ohne Mitarbeiter gibt, die ist vorbei, die ist Gründungsphase und die hörte mit der Berufung TIMs mehr oder weniger auf. Es gab einen Hebel. Der Hebel war die Aufnahme der Universität in die deutsche Forschungsgemeinschaft als eine Einrichtung besonderer Bedeutung, ich weiß, wie das Ding hieß. Wir haben damals auch sehr gezielt informiert und gesagt, möglichst noch nicht die Aufnahme durchgehen lassen. Das ist ein Druckmittel, um überhaupt etwas reformieren zu können. Die Universität hat über 10 Jahre vergeblich versucht, in die DFG hinein aufgenommen zu werden. Jedes Mal Riesenanträge geschrieben, sämtliche Literatur vorgelegt und so weiter. Und jedes Mal mit riesiger Mehrheit abgelehnt. Und das umzudrehen, da sozusagen den Fuß wieder in die Tür zu kriegen, und das war für mich ganz wichtig. Also das hat auch sehr, sehr viel Arbeit gekostet. Die Aufnahme in die DFG, ich glaube 86, 87, der erste Sonderforschungsbereich im Bereich der Sozialwissenschaften, das ist der entscheidende Punkt.
Der Auftritt zum Beispiel von Horst Werner Franke in der Bremer Universität, in diesem einen großen Veranstaltungssaal, der ja ein Politiker war von heute aus, muss man dem einen enormen Respekt zollen, wie der sich immer wieder in diese Schlachten mit den Studenten reinwarf. Dieser kleine Mann mit dem kahlen Kopf, der über einer Menschenmenge irgendwo da hinten auf einem Podium glänzte, der diese Auseinandersetzung annahm und kämpfte. Also diesem Typus von Politiker, dem trauert man ja schon fast hinterher, einem, der sich wirklich ins Getümmel wirft. Unimensa heute Nachmittag. Der Ort, an dem Bremen streikende Studenten und der Senator miteinander reden wollten. Zum ersten Mal. Schon vorher hatte es langwierige Verhandlungen gegeben. Der Senator wollte erst kommen, wenn die Uni nicht mehr besetzt ist. Und auch seine Sicherheit müsse garantiert sein. Die Studenten stellten deshalb eine Schutzgarde auf. Nur für den Senator. Schöner Nachmittag für Sie hier. Also die Begriffe schön sind relativ. Und ich würde das nicht als schön bezeichnen, aber es wird zumindest kein langweiliger. Haben Sie sich denn davon überzeugt, dass die Besetzung, wie Sie sich das gewünscht haben, beendet ist? Nee, da hat mich einfach das Wort des Rektors beruhigt. Und da bin ich sicher, dass er mich nicht beschwindelt. Ist die Besetzung denn nur unterbrochen oder tatsächlich beendet? Was fragen Sie die Studenten am besten? Ob nun endgültig die besetzte Uni geräumt wird oder nicht, wollten die Studenten aber erst nach dem Auftritt des Senators entscheiden. Schon zwischendurch kam es zu gelegentlichen Verweisen. Ich möchte Sie auffordern, keine eigene, hier nicht Ihre eigene Show abzuziehen, sondern bitte zu den Punkten Stellung zu nehmen. Wir sind jetzt gerade so, Punkt 3. Wir fordern eine allgemeine Grundsicherung von mindestens 1000 D-Mark für jeden und jede in der BRD. Eine Grundsicherungsforderung für 1000 Mark, habe ich mir gedacht, würde sich auf Studenten beziehen. Hier steht jetzt drin, für alle Rentnerinnen, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Asylsuchende, Punkt, Punkt, Punkt. Also, das zu fordern, bin ich genauso imstande wie ihr. Doch die Wirkung meiner Forderung ist dann genau die gleiche wie eure Wirkung. Das ist nämlich eine Forderung, die, meine Lieben, nicht einmal der Bundesgesetzgeber verwirklichen wird. Wir fordern die Wiedereinführung der paritätischen Mitbestimmung an der Universität Bremen. Also, die Forderung nach der dritten Parität, ihr Lieben, braucht ihr mir nicht beizubringen. Diese Forderung habe ich erhoben, da haben einige von euch sich noch in die Windeln geschissen. Was spreche ich jetzt? Egal. Zu der Architektur, okay. Wir sehen hier eine zweite Generation der universitären Entwicklung, als in den 80er Jahren sich verstärkt technische Fachbereiche etablierten, entstanden neue Bauaufgaben. Und da stellte sich dann die Frage, wie weiterbauen. Wichtig war die Entscheidung, nicht an das Fußgängerdeck der Universität anzuschließen, sondern Gebäude zu ebener Erde hier ganz normal an Straßen und Plätze zu stellen. Warum gerade Backstein? Deutlich war der Kontrast zu den Betonarchitekturen der Universität und es gab sicher auch Anklänge an industrielle Architekturen, wie man sie aus der Gründerzeit kannte. Was Sie hier sehen als Beispiel ist das Forschungszentrum für Oberflächentechnik und was man hier sehr schön sehen kann, die einzelnen Teile des Bauprogramms, nämlich die Büros, die Labore mit den Fluchtbalkonen und dahinter die Werkhallen sind hier durchaus unterschiedlich artikuliert und gleichwohl durch die gemeinsame Gestaltung zu einem Ensemble verbunden. Wir standen unter den schwierigen Aspekten, die Werften gingen kaputt, die Fischindustrie lag da nieder. Vieles andere war sehr schwierig geworden in Bremen. Kann die Universität Impulse setzen, um da jetzt sozusagen den Menschen wieder Hoffnung zu machen? Und da war die Idee, eben diesen Technologiepark zu bauen. Am Anfang war ich wirklich ein Rufer in der Wüste. Ich weiß noch, dass eigentlich alle dagegen waren, die heute sagen, das war ihr Werk. Das fing eigentlich damit an, dass wir das BITZ gebaut hatten, das Bremer Innovations- und Technologiezentrum, wo man versuchte, eben Ausgründungen aus der Universität in sozusagen günstige Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ja, das BITZ ist ein kleiner Schritt in die Zukunft mit vielen Hoffnungen verbunden. Der Hoffnung zum Beispiel, liebe Zuschauer, dass Bremen endlich von der Klagemauer wegkommt, dass Bremen sich eine technologische Brutzelle sozusagen einrichtet, von der irgendwann einmal wirklich
auch in dieser Stadt wieder wirtschaftliches Wachstum ausgehen kann. Alle ziehen diesmal an einem Strick, Uni, Handelskammer, Senat und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Diese Entwicklung von sogenannten An-Instituten der Universität, ob das nun der Fallturm war, einer der ersten, oder das BITS als eine Institution, wo man schon zwischen Wissenschaft und Kommerzialisierung vermitteln wollte, oder die vielen An-Institute, die wir heute alle haben. Das Max-Planck-Institut für Mikrobiologie, das Fraunhofer-Institut und so geht das weiter. Es hat sich ja nicht nur eine thematische Erweiterung gegeben, sondern auch das Bild der Universität. Es kamen neue Gebäude dazu und dann diese Vielfalt von Kleintechnologiefirmen, die sich da um die Universität herum geschart haben, jeder mit einer anderen Architektur. Plötzlich hatte man ein ganz anderes Bild. Es ist eine Riesenchance für Bremen gewesen, diesen Technologiepark zu haben. Es ist einer der erfolgreichsten Technologieparks in Europa. Ich empfinde die markanten Einschnitte wirklich Gründung Technologiepark Ende der 80er und dann vor allem als Symbol den Fallturm. Der Fallturm ist leider oder Gott sei Dank schon ausgebucht, aber größtenteils stehen noch die Kollegen von anderen Universitäten bis hin nach Japan vor der Tür. Und wahrscheinlich werden wir aber doch keinen zweiten Fallturm bauen. Die Universität hat sehr bescheidene Mittel in die Hand genommen und gesagt, diese Mittel geben wir denen, die sich einem strengen Prüfungsprozess unterwerfen. Die Professoren aus den Fachbereichen haben Anträge, also mit Unterdarlegung von Forschungsprojekten, Anträge an diese Kommission gestellt und wurden dann gegebenenfalls eben gefördert durch Geld und Personalmittel. Man könnte sagen, als im Amerikanischen sagt man Seed Money, so als Startinitiative, damit sie dann befähigt werden, damit dann die nächste Runde zu schaffen, Drittmittel von der DFG zu bekommen. 12-15%. Ja, das ist das, was uns das Land Bremen gibt, und alles andere sind sogenannte Drittmittel. Die müssen wir uns selbst erarbeiten, das heißt auf dem Markt, auf dem Forschungsmarkt und zusammen mit Industrie auch müssen wir versuchen, dieses Geld zu kriegen. Wir sind im Grunde genommen also alle kleine Forschungsunternehmer, weil wir jeden Tag daran arbeiten müssen, das Geld hereinzukriegen für unsere Mitarbeiter, die wir bezahlen müssen. Aber man muss sich doch mal fragen, was bedeutet das, wenn die Wissenschaftler ständig sozusagen nach Mitteln Ausschau halten müssen, weil die Grundfinanzierung nicht ausreicht. Dann muss man so gut sein, dass man eben diesen Wettbewerb um Fördermittel des Bundes oder der Europäischen Union gewinnt. Da ist dann so ein Prozess in Gang gekommen. Das ist sehr schön, dass man Drittmittel einwirbt, aber das ist ein Input. Und das Entscheidende ist der Output. Später beginnt dann das in einem Umfang, den ich selber dann doch auch fragwürdig finde, dass die Textsorte Drittmittelantrag sozusagen zur bedeutendsten Textsorte wird. Und Kollegen, Kolleginnen fast nur noch danach taxiert wurden, wie viel Drittmittel sie denn nun einwarben. Dass ein in der Drittmittelakquisition sehr erfolgreicher Kollege in der Lehre praktisch versagt hat und das auch nicht bestritten hat. Er sagt, ich kann beides nicht machen. Gute Leistung in der Forschung wird belohnt, gute Leistung in der Lehre wird in der Regel nicht im gleichen Umfang belohnt. Also der Affe muss gewissermaßen auf immer kleinere Fläche immer größere Kunststücke vollbringen. Also Sie brauchen inzwischen schon richtige Agenturen, die Ihnen helfen, dabei einen Antrag auszustellen. Es ist kein Halleluja, wenn ich sage, ich freue mich, dass wir die Mittel haben. Aber ich bin auch nicht in der Lage zu sagen, wir könnten sie mit öffentlichen Mitteln in Bremen ersetzen. Wenn ich jetzt polemisch gegen meine eigene Auffassung gehen würde, ist nicht mehr Projekte im Dienste des Volkes, sondern Projekte im Dienste des Kapitals. Punkt. Natürlich hat es die Forschung und Lehre verändert. Und natürlich bestimmen heute diejenigen, die Geld haben, was geforscht wird, mit welchem Ergebnis und was publiziert wird letzten Endes. So ist das. Wir müssen alle Drittmittel einwerben. Seit langer, langer Zeit, und wir wissen das. Und in gewisser Weise ist dieses Wissen eigentlich die Basis für unsere Agilität. Ja.
Wir sind hier im Fraunhofer-Institut, ein Ort, an dem man sich mit Material, mit Forschung zum Material beschäftigt. Und wir befinden uns hier gleich im Eingangsbereich in einem Feld leichter Irritation, eine künstlerische Arbeit des Künstlers Splettstösser. Der Dialog, mit dem wir es hier zu tun haben, ist ein Dialog zwischen Rundpfeilern, die nicht in Fluchtlinie stehen. Es sind drei, die aufgrund eines leichten Sprungs miteinander korrespondieren, kommunizieren und mit einem anderen Material, nämlich dem Aluminium, setzt der Künstler einen weiteren Pfeiler ein, der für sich selber nochmal eine eigene Fluchtlinie beansprucht, die sich aber zwischen den beiden anderen befindet, sodass man den Eindruck gewinnen kann, dass dieser Aluminiumpfeiler eine vermittelnde Funktion einnehmen könnte, einnehmen sollte. Also das ist ein weiteres Beispiel für diese vielen Dialoge, die der Künstler hier im Haus installiert hat. Ein Dialog diesmal zwischen einem Material, also Materie und Licht, eine Lichtquelle, die man braucht, und eine Granitscheibe, die je nach Tageslicht dann Licht reflektiert. Aber es ist beherrschtes Material, blank poliert, vom Künstler bearbeitet, ästhetisch bewältigt. Das ist das, was man braucht, um sich keine Sorgen zu machen. Es ist in keinster Weise eine Störung, sondern eine. Es ist halt da. Das reicht doch. Das reicht doch, oder? Wir alle haben in den ersten, sagen wir einmal, 10 Jahren keine Vorlesung gehalten. Und das halte ich nachträglich für einen Fehler. Der gute Gedanke dahinter war, wir wollen forschend lernen und das kann man nicht, indem Studierenden einfach etwas vorgesetzt wird. Ich glaube, ganz ohne Vorlesung wird es auch nicht gehen, weil sie schlicht und ergreifend andere Lernkonzepte und Lehrkonzepte bei der Zahl von Studierenden, die jetzt da sind, gerade in den sogenannten Massenfächern, das kriegen sie kaum umgesetzt. Wir hatten damals, als ich anfing, hatten wir einen Physiker auch, der sozusagen die Verwaltung machte. Und der hat, als er mich mal von der Bahn abgeholt hat und mir die Universität zum ersten Mal gezeigt hat, gesagt, eins ist sicher, Vorlesungen wird es hier nie wieder geben, denn die Räume sind dazu nicht da. Also der Beton wird schon dafür sorgen, dass die alte Universität nicht wiederkommt. Inzwischen haben wir in dem Gebäude, das ja auch das Anfangsgebäude ist, das NW1, Naturwissenschaften 1, 3 große Hörsäle dazu gebaut. Das ist absolutes Horror gewesen 1971. Und dass sowas überhaupt denkbar war. Ich kam ja nun aus einer politischen Ecke, wo diese Frauenbewegung erstmal so gar nicht so richtig ernst genommen wurde. Das war eher so eine peinliche Verirrung
bürgerlicher Frauen, weil das war ja eigentlich nur ein Nebenwiderspruch. Der Hauptwiderspruch war ja die Klassenfrage. Und das hat sich aber zumindest für mich, aber auch für viele andere Frauen radikal geändert 1975, als Alice Schwarze mit der Kleine Unterschied rauskam. Das haben wir verschlungen. Das war, also, das war sozusagen mein weibliches Erweckungserlebnis. Und ja, daraufhin haben wir beide, meine beste Freundin und ich, beide unsere Freunde verlassen und sind zusammengezogen. Und ja, dann begann ein neues Leben. Also da erinnere ich, dass ich mit meinen Freunden mich da tausendfach drüber unterhalten habe, dass das natürlich auch auf unsere Beziehung zu Frauen Auswirkungen gehabt hat. Also wie stark sollen Männer Männer sein? Wie einfühlsam sollen sie sein? Wie sollen sie ständig sozusagen aufs Vögeln aus sein? Das führt aber auch bei vielen meiner Freunde zu einer Art von tiefen Verunsicherung. Also die Frage der Gleichstellung von Frauen rückte sicherlich mehr in den Mittelpunkt Mitte bis Ende der 80er Jahre. Und zwar, weil dann einfach entscheidende Institutionalisierungsprozesse in Gang gesetzt worden sind. Also ich weiß, als ich an die Universität gekommen bin, gab es sofort in diesem Semester einen Frauenstreik. Es wurden feministische Lehraufträge gefordert und auch durchgesetzt. Es wurden Räumlichkeiten für Frauen eingerichtet, wie den berühmten Frauenraum, wo es Möglichkeiten gab, dort irgendwie sich zu treffen und ein Café und solche Dinge. Also mein Fach ist ja zum Beispiel die Kunstgeschichte. Und als ich angefangen habe zu studieren, gab es natürlich in den Vorlesungen und Veranstaltungen überhaupt keine Wissensvermittlung darüber, dass es zum Beispiel Künstlerinnen gibt. Weil ein bestimmter Teil von Geschichte, das war ja ein großer Teil auch der Frauenbewegung, erstmal zu sagen, es gibt auch eine Geschichte von Frauen, es gibt Künstlerinnen, es gibt Wissenschaftlerinnen und die müssen vorkommen, dass sozusagen ja auch ein Zweifel ist an dem, was da gelehrt wird, wenn formuliert wird, ihr lehrt aber nicht das Ganze. Und wo ist eigentlich der andere Teil der Geschichte? Wir hatten damals so ein Unilogo, die Speckflagge zu einem nach rechts gerichteten Pfeil, so, der nach oben strebte. Das war auch ein bisschen zu phallisch für den damaligen Geschmack. Und dann haben wir daraus einen Uterus gemacht, ein Uni-U. Wir haben den Phallus gebogen. Warum habe ich eigentlich dieses MEWIS gegründet und das, was dann daraus gekommen ist? Bremen hat uns auf eigentlich kaum verstehbare, fast merkwürdige Art und Weise ein Selbstgefühl über die Jahre vermittelt, mir und vielen anderen. Das, was wir wollen, können wir auch machen. Und was machen wir da? Erstmal oberflächlich könnte man sagen, alles, was mit medizinischen Bildern, also Computertomographie, Kernspinresonanztomographie, Ultraschall, was auch immer, alles, was mit medizinischen Bildern in Diagnose und Therapie bedeutungsvoll ist. Wir tragen dazu bei, dass wir auf Grundlage der medizinischen Bilder vor dem Eingriff diese Risiken Patienten individuell erfahrbar machen, bewertbar machen und dem Chirurgen damit vor dem Eingriff, aber auch während des Eingriffs Sicherheit geben, Risiken, die nicht in Kauf genommen werden dürfen, zu vermeiden. Die ursprüngliche Architektur hier im Zentralbereich war natürlich ein schweres Erbe. Sie erinnern sich sicher an die schweren und dunklen Dächer über dem Boulevard. Als dann in den 90er Jahren hier die Straßenbahn gebaut wurde und die Haltestelle umgebaut werden musste, war das Anlass, diesen gesamten Bereich neu zu denken. Es kam zu einer gründlichen Transformation
dieses gesamten Areals. Das Wichtige an dieser Halle ist die Treppe. Die Treppe gestaltet und inszeniert den Aufgang von der unteren auf die obere Ebene in einer neuen Weise. Und die Haupteigenschaft der Universität, nämlich auf zwei Ebenen organisiert zu sein, wird hier zu einer Qualität gemacht. Sie sehen das stählerne Dach, das ruht auf den vorhandenen Gebäuden und auf den V-Stützen. An diesem Dach ist aufgehängt quasi wie ein Vorhang, der sich bewegen kann im Wind. Und durch die großen Federn, die am Boden untergebracht sind, wird dann der Vorhang wieder straff gezogen. Es addiert sich so zu der Architektur der Gründungszeit. Die Universität hatte sich ja auch von ihrem Selbstverständnis her deutlich verändert. Gehen Sie ruhig vorbei, ich werde gerade gefilmt, das macht aber nichts. Mit der starken Betonung auch der technischen und naturwissenschaftlichen Fachbereiche und einem anderen Lebensgefühl, dem man Ausdruck verleihen wollte, auch mit einer anderen Architektur. Ich bin 1992 nach Bremen gekommen. Die Ausschreibung für die Stelle war fast 2 Jahre vorher. Und ich habe dann meinen früheren Chef gefragt, ein wirklich weltbekannter Produktionstechniker. Ich habe ihn gefragt, ich habe mich beworben in Bremen, ich habe einen Ruf bekommen, ich kann nach Bremen gehen. Kann ich das machen? Kann man heute nach Bremen gehen, an die Universität? Dann hat er so seine Brille so ein bisschen tiefer gesetzt, hat mich angeschaut und hat an seiner Pfeife gezogen und hat gesagt, ja, inzwischen kann man nach Bremen gehen. Wir entwickeln neue Bearbeitungstechnologien für neue Werkstoffe. Wir entwickeln neue Werkzeuge. Wir arbeiten mit Werkzeugmaschinen. Die Hochpräzisionstechnik, in der wir auch neue Materialien verarbeiten, auch Fertigungsverfahren benutzen, allerdings auf einem ganz anderen Genauigkeitsniveau. Dort stellen wir spiegelnde Oberflächen her und Bauteile für die Optik zum Beispiel. Dieser Bereich konnte dadurch auch gut ausgebaut werden, weil es uns gelang, im Jahre 1999 einen Sonderforschungsbereich zu bekommen. Ein Sonderforschungsbereich ist ein Großforschungsprojekt, welches finanziert wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und wir haben eben auch sehr viel Kontakt zur Industrie. Wir machen eine Menge Industrieprojekte. Ja, also es ist so, ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes sind vielleicht Firmenmittel, die wir haben. Und das ist eine gute Mischung. Man braucht immer Grundlagenforschung auf der einen Seite, um die Dinge neu voranzubringen. Und erprobt sich dann sozusagen an den Industrieaufträgen, um das umzusetzen in die Praxis, was man sich vorher erarbeitet hat. Das Marum ist gegründet worden 2001. Das Marum selbst ist in seinem Kern also ein Meeresforschungsinstitut, das eine sehr starke geowissenschaftliche Orientierung auch hat, also von den Küsten bis in den tiefen Ozean hinein, von einer räumlichen Ausdehnung. Was die inhaltlich geht es um Klimaforschung, es geht um Fragen wie Mikroorganismen mit Gestein wechselwirken oder auch wie zum Beispiel Hangrutschungen stattfinden, Sedimenttransporte in der Nordsee, im Weser-Estuar. Also wenn es irgendwo marin ist, dann sind das eigentlich auch die Themen, wo wir dran sind. Die entscheidenden Weiterentwicklungen sind dann eigentlich 2006 gewesen durch die Exzellenzinitiative. Wir haben dann in der ersten Runde die Graduiertenschule Gloma eingeworben. Und dann ein Jahr später gab es die Möglichkeit in der Exzellenzinitiative das Forschungszentrum dann zu einem Exzellenzcluster zu erweitern. Und das besteht bis jetzt so auch fort. Und natürlich haben sie in dem Moment, als das Zentrum da war, auch ganz neue finanzielle Möglichkeiten gehabt, die vor allem sich ausgewirkt haben darauf, dass man Geräte anschaffen konnte, mit denen man hier Tiefseeforschung machen konnte. Zum ersten Mal in Deutschland auch in so einem Umfang durchführen konnte. In der Ozeanoberfläche, da leben Mikroorganismen, da fällt Staub rein, das rieselt irgendwann alles auf den Meeresboden. Und was sie dann machen können, sie haben dann so schichtweise einen Aufbau und den können sie im Grunde
erbohren mit so einem, das ist so, als wenn man in die Wand bohrt, mit einem Hohlbohrer. Und dann holen Sie da also so einen Bohrkern raus. Und dann können Sie diese Ablagerung am Meeresboden chemisch analysieren. Sie können sie analysieren im Hinblick auf Organismen, die da drin leben. Und was man eigentlich so über die letzten Dekaden gelernt hat, ist, aus diesen chemischen Informationen, biologischen Informationen Rückschlüsse zu ziehen über vergangene Umweltveränderungen. Führungswechsel an der Bremer Uni. Nach 20 Jahren macht Rektor Jürgen Timm Platz für seinen Nachfolger. Der neue Rektor heißt Professor Wilfried Müller. Genau genommen habe ich nur eine Position in meinem Leben mal richtig gewollt, das war die des Rektors. Und bin dann 2002 dann zum Rektor gewählt worden und dann in einer schwierigen hochschulpolitischen Phase 5 Jahre später, 2007, erneut. Und tue im Moment alles, dass wir in dieser berühmten Exzellenzinitiative von Bund und Ländern als Universität gewinnen. Das ist sein großer Beitrag. Das wird in der Universität ja, ist ja sehr umstritten. Aber ich finde, nachdem so wie jetzt Wissenschaft läuft, war es richtig, sich in die Exzellenzinitiative zu begeben. Und da wird es ähnliche Gewinner und Verlierer innerhalb der Uni geben, nehme ich an, wie beim Umbau, den Rektor Timm machen wollte. Ja, in Anführungszeichen Erfolg dieser Exzellenzinitiative ist, dass sich das Universitätswesen in Deutschland völlig umkrempelt. Jetzt werden ganze Institutionen sozusagen mit diesem Stempel versehen und es gibt eine Hierarchisierung, was es so vorher nicht gegeben hat im Universitätsbereich. Ich persönlich halte das nicht so besonders für klug, aber es ist erstmal so und man muss mitspielen, wenn man nicht. Das wäre die Alternative, eine Provinzuniversität zur regionalen Versorgung mit Studienplätzen werden will. Es ist 10 Uhr im Hörsaal Wirtschaftswissenschaften. Es geht gleich darum, wie Preise zu gestalten sind, um ein Unternehmen profitabel zu halten. Teilnahme ist Pflicht. Zuerst aber gilt es, sich einen Platz zu sichern. Sie haben rechtzeitig einen Platz gekriegt. Wie haben Sie es geschafft? Ja, ich war heute Morgen um 8 Uhr hier, ganz brav. Ansonsten war keine Chance mehr gehabt. Aber auch nur, weil mir jemand den Platz noch freigehalten hat. Ansonsten keine Chance? Nee, null. 500 Plätze gibt es im Hörsaal, dem größten der Bremer Universität. Am Ende sind mindestens 700, wenn nicht 800 hier. Wer kann, schleppt was zum Sitzen mit ran, denn die Zahl der Heizkörper ist begrenzt. Ob die Professoren wollen oder nicht, die Fluchtwege besetzt. Und der Notausgang blockiert. Mein allgemeiner Studientag beginnt um 5 Uhr morgens, weil ich dann aufstehen muss und nach Bremen fahren muss. Also ich habe gerade meistens eine Vorlesung pro Tag und gehe dann wieder nach Hause und so. Man muss dann schon auch selber arbeiten gehen, sonst klappt das alles nicht. Und das ist wie in der Schule wieder. Du hast eine Stichwortliste mit 40, 50 Stichworten. Das bringst du in der Abi-Klausur ein und dann schreibst du eine gute Note. Das ist in meinen Augen keine Bildung, das ist auswendig lernen. Und nur quasi ein Reinstopfen in den Kopf. Also das war wahrscheinlich früher wesentlich besser. Ich habe das Gefühl, es geht nur noch um die guten Noten und nicht mehr so wirklich ums gute Studieren. Also es ist halt diese Abfertigung einfach nur noch so. Also ich fühle mich schon ein bisschen unter Druck gesetzt, auf jeden Fall. Ich höre von vielen Studenten, die sich wegen Bachelor aufregen, wegen dieses neue System an der Universität. Aber also so schlimm finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie, ich weiß, es widerspricht jetzt wahrscheinlich jeden, aber. Wenn ich also jetzt resümieren soll, dann bin ich in einigen Punkten, glaube ich, unbelehrbar. Das ist ja nun kein Geheimnis, was ich hier ausplaudere. Es war zu Teilen eine rote Kaderschmiede, aber damit die Gründerjahre der Universität gewissermaßen abzufertigen und auf den Müll der Geschichte zu verabschieden, das halte ich wiederum für völlig falsch.
Also ich stelle ganz klar für mich selbst fest, dass die wilden Jahre der Anfangszeit der Universität Bremen dem Wissenschaftsbetrieb geschadet haben. Ich bin davon überzeugt, dass es eine notwendige Phase war. Das Modell wurde erprobt und ausprobiert und bestimmte Elemente haben sich gehalten. Und ich denke auch, dass noch heute Elemente davon lebendig sind. Ja, eher so ein Dreisprung wie bei Hegel sozusagen. Position, Gegenposition, Synthese. Die Zeit hat ja gezeigt, dass das, was wir damals formuliert haben, dass das genau die Kriterien sind, die eine moderne Universität auszeichnen. Wir haben flache Hierarchien, wir sind relativ tabufrei, sehr beweglich. Und ich glaube, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn die Gründungsphase so verlaufen wäre wie an anderen Neugründungen. Ich bin sehr, sehr, möchte fast sagen, ein bisschen stolz drauf, aber das will ich mal ganz, ganz runterdrücken. Es ist vieles eingetreten, woran wir am Anfang noch gar nicht denken konnten, im Positiven. Und die Prügel, die wir bezogen haben, waren jedenfalls Lehrgeld. Aber es ist ja am Ende etwas daraus geworden. Für mich und ich denke auch für viele der älteren Kollegen war es jedenfalls eine sehr wichtige Erfahrung, auch für das, was in unserer Gesellschaft geht und was nicht geht.